Angelehnt an das Buch des berühmten deutschen Philosophen Richard David Brecht, Wer bin ich und wenn ja, wie viele, schauen wir uns heute an, brauchen wir eigentlich Sommerreifen und wenn ja, wie viele? Wir zeichnen dieses Video gegen Ostern auf. Ostern ist immer so die Zeit des Jahres, wo man seine Winterreifen auf Sommerreifen wechselt. Die Frage, die wir uns stellen, brauchen wir eigentlich Sommerreifen? Oder können wir mit dem Winterreifen im Sommer auch weiterfahren? Es ist erlaubt, in Österreich auch im Sommer mit Winterreifen zu fahren. Das ist kein Problem, solange sie mehr als 1,6 mm Profiltiefe haben, kann man auch mit Winterreifen im Sommer fahren. Ist es gescheit? Gerade bei sehr warmen Außentemperaturen kann die Gummimischung dann von Winterreifen sehr schmierig werden. Der Bremsweg verlängert sich, man kann nicht mehr so schnell in die Kurve fahren. Muss man sich halt überlegen, ob das gescheit ist. Jetzt kann uns aber Folgendes passieren, dass wir so eben zu Ostern auf unsere Reifen schauen und wir sehen gerade noch 4 mm. Das siehst du übrigens an der Schneeflocke, die im Profil eventuell eingepresst ist, oder an den eigenen Indikatoren, die dir zeigen, dass der Winterreifen noch 4 mm hat. Also die Wahrscheinlichkeit, diesen Winterreifen auch im nächsten Winter noch zu fahren, ist eher gering, weil wir gerade auf dieser 4 mm Grenze sind. Dann macht es vielleicht Sinn, diesen Winterreifen im Sommer noch ein bisschen weiter zu fahren. Man muss sich natürlich bewusst sein, dass der Reifen dann nicht den Grip hat, den ein Sommerreifen auf einer trockenen, warmen Straße hat. Der ÖMTC und seine Partnerclubs in Europa testen übrigens jedes Jahr Sommerreifen und haben das auch heuer wieder gemacht für die Dimension 215-55 R17. Die Ergebnisse habe ich dir unten verlinkt, kannst du gern reinschauen, um deinen optimalen Reifen dir auszusuchen. Es gab übrigens heuer keine schlechten Reifen. Es gab schlechtere, aber keine ganz schlechten Reifen. Das ist das Positive an der Geschichte. Jetzt könnte uns Folgendes passieren, dass wir zum Beispiel die vorderen Winterreifen relativ stark abgefahren haben. Die hinteren Winterreifen sind noch so halbwegs gut. Und die Frage ist, darf man jetzt Winter- und Sommerreifen gemeinsam verwenden? Und die Antwort lautet jein. Nämlich ein Winterreifen, der unter 4 mm Profiltiefe hat, könnte gemeinsam mit Sommerreifen verwendet werden. Allerdings achsweise. Also man könnte jetzt vorne die abgefahrenen Winterreifen, hinten die Sommerreifen raufgeben. Oder eben umgekehrt, aber nicht über Kreuz oder vielleicht drei Winterreifen, einen Sommerreifen. Das wäre nicht erlaubt. Also vorne zwei abgefahrene Winterreifen, hinten zwei Sommerreifen oder umgekehrt, das wäre wieder erlaubt. Die Frage ist jetzt, wenn wir zum Beispiel auf einer Achse die abgefahrenen Winterreifen haben, auf der anderen die Sommerreifen, auf welche Achse geben wir denn die besseren Reifen? Und hier an dieser Frage sind schon Freundschaften zerbrochen, ganz sicher sogar. Nehmen wir folgende Situation an. Du hast auf der Vorderachse die abgefahrenen Winterreifen, hinten die Sommerreifen. Wenn du jetzt zum Beispiel zu schnell in eine Kurve fährst oder der Untergrund plötzlich rutschig wird, dann werden natürlich die Vorderreifen zuerst Bodenhaftung verlieren. Das heißt, das Auto wird untersteuern oder schieben über die Vorderachse. Wenn du jetzt hinten die abgefahrenen Winterreifen hast, vorne die guten Sommerreifen, dann würde es bei einer kritischen Situation, also wenn man wieder zu schnell in eine Kurve fährt, dazu kommen, dass also das Fahrzeug in Schleudern kommt oder übersteuern. Naja, und jetzt muss man sich einfach überlegen, was bringt man denn leichter wieder unter Kontrolle? Alle von euch, die schon ein Fahrsicherheitstraining absolviert haben, werden das natürlich beantworten können, welche Situation, welche Aufgabe war leichter zu meistern, schiebendes oder schleuderndes Auto. Wenn du das noch nicht gemacht hast, guter Tipp, vielleicht lass dir so ein Fahrsicherheitstraining einmal schenken. Das ist ein spannender Tag und auch ein sehr lehrreicher Tag. Wir wollen das Ganze natürlich auflösen. Man sieht das auch in der Formel 1, wenn ein Auto zum Beispiel untersteuert und die Formel 1-Fahrer haben ihre Autos so abgestimmt, dass sie eher untersteuern. Wenn man zum Beispiel dann, wenn der Formel 1-Fahrer zu schnell in der Kurve ist, dann würde das Auto geradeaus fahren, hoppelt ein bisschen übers Kiesbett, aber das kriegt man relativ leicht wieder unter Kontrolle. Wenn ein Auto einmal schleudern anfängt und einen gewissen Punkt überschritten hat, dann ist man weitgehend Passagier. Die besseren Reifen gehören deshalb immer auf die Hinterachse. Wenn du nicht der Meinung bist, lass uns einen Kommentar da, gerne diskutieren wir darüber. Ich behaupte einmal, 9 von 10 Reifenmechanikern bauen dir die besseren Reifen auf die Vorderachse. Vielen Dank an den Michael für deine Frage.
Wenn auch du Fragen hast, schick sie uns einfach an fragen@alpenland.co.at oder schick uns eine WhatsApp an 0677 640 29700. Gerne beantworten wir dir auch deine Fragen. Wir freuen uns schon wieder auf nächste Woche beim nächsten spannenden Thema. Bis dahin, schön rechts fahren.